Der Trick Versteck dich. Dabei läuft der Hund auf Versteck dich hinter einen Gegenstand, zum Beispiel einen Sessel, und nur sein Hundekopf oder seine Hundenase darf hinter diesem Gegenstand dann herausschauen. Schritt 1, Pfotentarget. Das trainieren wir als erstes. Und dazu locken wir den Hund mit einem Leckerli auf einen wirklich erhöhten Gegenstand erstmal. Zum Beispiel ein dickes Buch, ein Gesellschaftsspiel oder ein Hocker. Ja, gut gemacht. Sobald die Hundepfoten, die beiden Vorderpfoten auf dem Gegenstand drauf sind, fütterst du deinen Hund mit dem Leckerchen, mit dem du ihn vorher gelockt hast. Stelle das Pfotentarget dann schon an die Stelle, zu der dein Hund beim Spiel Versteck dich laufen soll. Jetzt trainieren wir die Dauer, das heißt die Zeitspanne, die dein Hund auf dem Pfotentarget stehen bleibt. Wiederhole also Schritt 1 und wenn dein Hund dann mit den Vorderpfoten auf dem Target steht, gib ihm ein Leckerchen nach dem anderen. Wir füttern ihn an dieser Stelle sozusagen fest. Dein Hund merkt, ach, es lohnt sich auf diesem Gegenstand zu stehen, bleibe ich doch hier. Es ist ziemlich cool, ich kriege ein Futterstück nach dem anderen. Und nach ein paar Wiederholungen kannst du die Abstände zwischen den Leckerli verlängern. Wenn dein Hund das Pfotentarget wieder verlassen soll, dann gib ihm ein deutliches Auflösesignal, zum Beispiel Lauf oder Okay, und unterstütze das gerne noch mit einer Gestik, sodass deinem Hund absolut klar ist, jetzt soll ich auf das Target draufgehen und jetzt soll ich wieder runtergehen. Und lauf! Und lauf! Und lauf! Auf das Wortsignal Versteck dich läuft dein Hund zu seinem Versteck. Versteck dich! Bisher hatte ich eine Gestik, mit der ich hier Rosita gezeigt habe, auf das Pfotentarget zu laufen. Und jedes Mal, bevor ich diese Gestik jetzt zeige, sage ich ihr das neue Signal, versteck dich, sodass sie nach einigen Wiederholungen schon auf das Signal, also auf das Wortsignal, losläuft, auf das Target, sodass ich gar nicht mehr mit der Hand zeigen muss, dass sie jetzt loslaufen soll. Und dann habe ich das Wortsignal, versteck dich. Versteck dich! Anspruchsvoller ist der Trick, wenn du das Target immer kleiner werden lässt und deinen Hund an alle möglichen Stellen schickst, zum Beispiel unter eine Decke, wo dein Hund sich dann verstecken soll oder ähnliches. Ganz viel Freude bei dem Trick. Happy Training!